Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen heute den T-Roc vorstellen, ein SUV im Golfformat. Der T-Roc ist mit einem 184 PS starken Dieselmotor ausgerüstet. Der T-Roc basiert auf dem MQB-Baukasten, das heißt der neuen modularen Querplattform. Er kann auf alle Antriebe des neuen Golf zurückgreifen, das heißt von den sehr effizienten Verbrennungsmotoren über die alternativen Antriebe bis hin zu den Elektromotoren. Der T-Roc zeigt eine progressive, skulpturale Form mit einer sehr schnellen Dachlinie, die hinten in dreidimensionalen Heckleuchten mündet. Wir haben eine sehr maskuline Formgebung in der Seitengrafik gezeigt, mit breiten Schultern, ausgeprägten Radwülsten und diesen kantigen, sehr präzisen Seitenlinien. Der T-Roc hat ein herausnehmbares Dach, herausnehmbare Dachhälften, die im Heck verstaubar sind. Und so können Sie den T-Roc sowohl geschlossen wie auch offen genießen. Der T-Roc hat eine sehr progressive, ausgeprägte Front mit Rundscheinwerfern, mit Power-LEDs, Suchscheinwerfern und Tagfahrlicht und einer völlig neuen Lichtsignatur, die Progressivität und die Moderne auch ausdrückt. Volkswagen hat in den letzten 24 Monaten eine große SUV-Offensive gefahren und einige Fahrzeuge in Serie verabschiedet. Wir würden gerne den T-Roc bauen, der würde die logische Konsequenz in Richtung Golf-Format fortsetzen. Und wir sind sehr gespannt auf Ihre Meinung. Ja, das ist rein offen.